Aber fliegt doch. Oh, wow. Kann ich nicht abreißen. Kann ich definitiv nicht abreißen. Ja, meine Bude brennt. Was auch sonst. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das brauchen wir nicht, das kann alles hier rein. Das Ding könnte ich doch rein theoretisch ein Table aufbauen. Nö, nein. Ach, Mann. Also Schallkarten sind im Gegensatz zu hier, wenn du die Kisten umräumen willst, Alter, und jeden Scheiß von A nach B schiebst, hier übelst easy. Ja, Schalker sind schon was Tolles. Ein Lagerfeuerlicht. Ja, ne? Was sagst du? Ob Lagerfeuerlicht spenden. Ja, aber du, ich habe nachgelesen, ich weiß es aber nicht mehr, wie viel, da gibt es ja irgendwie so Anzahlen, wie viel die wie spenden. Gibt es ja Unterschiede zwischen den Lichtquellen. Ja gut, das genaue brauche ich nicht wissen. Ich wollte jetzt nur wissen, ob es auf jeden Fall Licht spenden. Ja, definitiv. Und das. Wieder Nacht. Gott, war das knapp.
So, dann können wir hier die abbauen. So, jetzt brauchen wir nur noch. Hoch. Also Quarz besorgt. Ja, bei meinen Villagern. Danke dir. Brady, du bist der beste Mann. Brady ist so diese. Ist immer so da, wenn du dir irgendwas fehlt, musst du eigentlich immer zu Brady gehen. Brady hat alles am Start. Das stimmt. Also ohne Brady wäre ich schon längst aufgeschmissen. Brady ist so wie Mutter Teresa. Bist auch so Mutter Therese, Junge. Warum so? Ist kein guter Vergleich. Kleiner Oh. Also die Mutter Teresa war doch was Gutes, oder? Natürlich ist es was Gutes, aber klingt im ersten Moment schon. Wait, what? Ja, Vater Teresa dann halt, meine Güte. Also, irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Aber warum? Ja, man ist so dumm. Ja, ein Aufzug hier funktioniert nicht komplett. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Stimmt, der eine geht nur bis vorne, der hört hier auf. Der hat doch vorher funktioniert. Ja. Hä? Ja, irgendwas stimmt mit dieser Map nicht, Alter. Hier funktionieren logische Sachen nicht. Die Silk Touch. Behutsamkeit, ja. Umso besser. Ich habe jetzt auch, wenn man hier oben durch das Portal auf die Netherdeck geht, habe ich so einen Turm, wie wir hier oben haben, auch auf der Netherdeck. Ach so, ja. Dass man jetzt auch optisch direkt sieht, welches Portal das ist. Neo. Nur ohne Beacon halt, ne? Weil da würden wir Ja. ja wieder das Leuchtfeuer finden. Und nach dem letzten Mal habe ich ein bisschen Angst, den Wizard zu spawnen. Ja, verständlich. Mal gucken, ob wir da wirklich Obsidian hinmachen. Ah, ich könnte rein theoretisch ja traden gehen, ne? Quarz. Und so, ja. Nee, Quarz traden, glaube ich nicht. Doch. Ja? Ja, warum? Ja, bei meinen Steinmetzen, wenn du in die Trading Hall gehst, nach oben, das sind dann auf der rechten Seite die letzten fünf. Was wollen die dafür? Ein Smaragd für einen Quarzblock, also quasi kriegst du pro Dingern 12 raus. Oh ja, ihr seht. Zwar jetzt auch nicht die Welt, aber. Ein Smaragd für ein Block. Ja. Nur Auf den Teuer. da ich jetzt gerade mit denen getradet habe, weiß ich nicht, ob sie jetzt nochmal direkt traden wollen, weil die Angebote werden ja immer erst am Morgen aktualisiert. Ja, warte, ich weiß, was ich mache. Ich mache das jetzt anders. Ich gehe jetzt einfach. Gehe jetzt einfach runter, egal. Wenn verrecken, dann verrecken. Ich gucke mal gerade auf meine Statistik. Jetzt könnt ihr wieder raten, wie oft ich gestorben bin. Insgesamt. Das letzte Mal vergessen, was er gesagt hat. Es war irgendwas mit 20 das letzte Mal. Ich glaube, letztes Mal waren es 26 oder irgendwie sowas. Ja. Ich sag jetzt mal so 36. Perfekt getroffen. Ha. Brauche ich, da kann ich mir raten. Lul. Heftig, ne? Das ist viel. Na, Wie oft willst du na, na. sterben? Ja. Wo finde ich Quarz?
Oh Gott, Serverlag. Holy shit. Oh, oh ja, ich sterbe gleich hier. Oh mein Gott, ein Herz nur noch. Ah, ich. Boah. Muss mal kurz. Boah, wo? Zum Glück hatte ich einen Totem in der Hand. Was machst du denn? Ich bin durchs Portal gegangen und wurde von den scheiß Schweinen angegriffen. So. Ne, das ist die richtige Armee. Können wir zusammen reingehen? Alle zu dritt oder so? Ich hab Schiss, jetzt reinzugehen. Egal. Junge. Nein, Mann. Was machst du denn jetzt? Warst du nicht gerade auch hier drin? Ja. Können hier vorne, können wir runtergehen. Ich hab hier so. Ja, da bin ich auch letztens runtergegangen. Jetzt auf einmal kamen die alle. Diese Drecksparlacken. Ja, diese Quarz Schweine. Könnt ihr auch rein theoretisch bei mir unten farmen, ne? Also in diesem Ding da. Ihr müsst halt immer erstmal aufpassen wegen den Schweinen. Ja. Bei dir ist jetzt das Problem, du hast jetzt nichts aus Gold. Goldschuhe. Ah, und danach machen die Palava? Ja, wenn du keine Goldschuhe anhast, und dann können sie sich angreifen. Okay, und jetzt bin ich am Arsch, weil der versperrt mir meinen Gang. Nee, du kannst dann, eigentlich kannst du kannst auch unten durch das Portal gehen, dann kommst du wieder an dem Hauptportal raus. Ja. Dann bist du quasi wieder bei dir in deiner Anfangsbase. Ja, dann mach ich mir gerade Goldschuhe. Gold habe ich da. Ach, Enderman. Junge, du hast mich jetzt erschrocken, Junge. Gut, dass ich dir nicht in die Augen geguckt habe, du Drecksvieh. Ja, aber hätte ich das mal gewusst, dass du einfach Goldsachen da haben musst und danach machen die kein Palaver. Das wäre schon mal eine große Hilfe gewesen. Naja, jetzt weiß ich's. Manche von denen greifen dich direkt an, wenn du nichts aus Gold anhast, und andere erst, wenn du was abbaust. Also wenn du Gold Goldnuggets. Ja, dann zieh ich mir mal meine Goldschuhe an. Sehe ich aus wie so ein Weihnachtsbaum. Und jetzt komme ich wieder runter. Dann lassen die mich wenigstens in Ruhe. So. Und dann kannst du mir... Bist du noch unten, Brady? Ja, ich stehe ja noch. Dann kannst du mir mal zeigen, wo ich diese Glowstones finde. Ja, die Glowstones, die findest du meistens irgendwo unter den Decken. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier stehst, wo ich stehe, ja, und hier so hoch guckst, hier so zwischen. Siehst du es unter der Decke leuchten? Ah, okay, nee, ich sehe es. Ja, mit Shader sehe ich es, ohne Shader sehe ich es auch nicht. Die hängen ganz oben, da? Ja, die hängen ganz oben unter der Decke. Das heißt, ich muss mich jetzt hier einfach so hochbauen. Ja, ich würde es eher nicht machen, weil ja auch hier die Gas. Weil was? Diese komischen großen weißen Ballons. Könnten die. Ja, aber. Ist das eine Beschreibung? Soll man so ein Gas erklären? Aber weißer Ballon ist eine gute Beschreibung. Ja, ah, ja, gut. Ja, lass jetzt erstmal nach Quarz gucken. Lass mal, warte. Wo würdest du anfangen zu suchen nach Quarz? Ich würde erstmal irgendwo runtergehen. Hier. Boah, wer hätte sich denn hier schon so tief gebaut? Ja, wir waren das. Oh, pass auf. Oh, fuck it. Oha. Das war aber jetzt eine knappe Angelegenheit, Junge. Easy. So, und jetzt einfach gucken. Entweder, ich guck mal, hier ist. Nee, hier ist. Wo bist du dann? Bin hier vorne in den Gang rein.
Hier. Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Hinter dir. Achtung, Schwein. Der läuft weg, ne? Ja. Einfach hier mal so gucken. Kann man das hier nicht ausleuchten? Schon. Unnötig. Ja, das sieht man ja nichts mehr. Oder mit, hier mit eurem Shader, ihr seht eh überall was, ne? Einfach eine Fackel in die Offhand nehmen, dann. Ja, aber geht. Das ist schlecht sichtbar. So, und jetzt muss man hier nach Quarz suchen. Ich hab das hier ja, schon angekündigt. Hier bei mir in dem. Ich weiß gar nicht, kriegt man, wenn man Glück 3 hat, kriegt man auch mehr raus oder gilt das? Boah, das weiß ich nicht. Ich hab's noch nie getestet. Oh, die kämpfen. Oh, die Piglins kämpfen auch gegen die? Ja, die mit den Schwertern und mit den Armbrüsten, die kämpfen auch gegen Schweine. Aber jetzt heißt es, ich könnte mich hier quasi rein. Pass auf. Lava. Pass auf, du bist immer noch zu nah an der Lava. Das Verrecken. Nee, doch nicht. Aber ja, ganz knapp. Wenn mich jetzt einer noch berührt, wäre vorbei. Halbes Herz hier rum. Immer so ein bisschen aufpassen, wo du langbuddelst. Wenn Lava kommt, bau da, wo die Lava hinfließt, noch einen Block nach unten hin ab. Fließt das nur da rein. Ach so, ja. Ist auch wieder der Vorteil von meiner Minimap. Ich sehe halt, wo Lava ist. Jetzt habe ich Quarz gefunden, aber da ist auch halt in der Nähe auch Lava. Muss ich nur gucken, wie ich das perfekt abbaue. Warte. Ja, perfekt. So. Oh, fuck it. Mann, ich komme nicht raus. Ja, hier ist überall Lava. Ja, hier direkt ist ein Lavasee drüber. Geh lieber irgendwo hier mit. Oha, süß, Kinder. Und da bist du ja auch bekloppt mit den Augen, Junge. Ich kann das gar nicht mehr unterscheiden, was ist, Alter. Mann, das ist noch dieses Rote, glaube ich, ne? Boah, Junge, das ballert so böse in den Augen. Wieder Lava. Ich brauche doch nur Quarz. Hey, hier ist so ein Gang. Habt ihr den gebaut? Wahrscheinlich. Wir haben da ganz schön viele Gänge gebaut, glaube ich. Oh ja. Hast du was gefunden? Ich ja. Okay, dann baue ich mich auch einfach mal hoch. Ja, aber pass auf. Auf jeden Fall nie gerade nach. Nee. Ja. Bloß nicht.
gerade hier im Nether, da die Lava kommt so, fließt hier so schnell wie Wasser in der Oberwelt. Ah, oh, cool. Ancient Debris, nehme ich mit. Ich will doch nur Quarz. Gibt's doch nicht. Jeden Scheiß finde ich, aber kein Quarz. Was buddelst du da? Hast schon wieder Quarz gefunden? Ja, ja. Ich habe jetzt schon mal ein paar Blöcke. Wir kommen doch niemals wieder zurück, oder? Doch, doch. Ich habe noch keinen einzigen Quarz-Ding gefunden. Ja. Och, warum so viele? Essen, Alter. Nein, Schweine. Immer einmal angreifen, dann wegrennen. Das ist meistens so. Einmal so nach dem Motto, hihi, hab dich getroffen. Ja. Aber hier sind ja auch viele von diesen Dreckschweinen, ne? Ich will nicht sagen, aber ich habe Quarz gefunden. Wie findest du die? Hast du eine Nase dafür? Nee, nee, aber ich buddel halt immer hier so 2x2 Dinger. Und dann früher oder später kommen die halt. Okay. Siehst, das geht halt mit meiner Spitzhacke auch relativ schnell hier. Hier schon wieder. Ja, ich schreibe eher auf Lava als auf Quarz. Ich habe jetzt auch mal. Ich sammle hinter dir die Steine auf, aber auch okay. So. Ist das so? Habe ich 2 Tunnel verbunden. Wow. Ey, heftig. Ich habe 3 Quarz-Dinger gefunden. 3. Salz kein. Oh, ich habe. Oh, ich habe Quarz gefunden. Was ist denn hier los? Ich und Quarz.
Ist das hier Gold? So Goldnugget daraus. Ja, aber die werde ich mir definitiv nicht holen, weil ich keinen Bock habe auf Stress mit irgendwelchen. Ja, solange du jetzt eine Goldsachen anhast, passiert nichts. Aber du hast so gesagt, die könnten mich rein theoretisch auch angreifen, deswegen. Ja, aber wie gesagt, nur wenn du nichts aus Gold an. Und wenn du was aus Gold anhast, dann bist du denen ihr Freund oder was? Zumindest greifen sie dich da nicht an. Ey, nur Lava. Wieder Lava. Sowas schon mal in der Hand? Hä? Hattest du das schon in der Hand? Was ist das? Ja, nimm's mal in die Hand. Ah, du kannst. Ich muss jetzt. Ich hab meine Taschen so voll. Was ist das? Antiker Schrott. Aha. So, kein Mensch, oder? Naja, würde ich jetzt nicht so sagen. Das ist ein Netherite. Ah, damit kannst du Dingens machen. Ja, ich glaube, ich weiß. Guck, ey. Das ist doch nicht normal, Alter. Das ist so geil. Er buddelt, findet nichts. Ich, oh, Quarz. 2 Meter später, oh, Quarz. Ich bin dement, ich gebe auf. Ich habe jetzt auch hier was gefunden, ein bisschen. Oh,